Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Klärbär. Und heute haben wir eingeladen den Jürgen. Sag mal Jürgen, wie kommen wir denn da hinten zu unseren schönen Items ran? Mit dieser schönen Einleitung sage ich wieder guten Tag und guten Abend zu Tomb Raider. Das war tatsächlich, ich weiß nicht, ob den jemand noch kennt. Ich habe damals immer die Wochenshow geguckt. Und da gab es immer, neben Rikis Popsofa etc., gab es auch den Erklärbär. Und ich habe auch einen ehemaliger Bekannter, der konnte das so überraschend nachmachen oder so gut nachmachen. Das war der Hammer. Und da war ich immer so ein bisschen neidisch drauf. Jetzt habe ich das mal selber mal wieder ein bisschen versucht. Kam mir irgendwie so in den... falsche Seite. In den Sinn, weil ich hier gerade verzweifelt versuche, die Items zu erreichen. Und ich immer noch keinen Plan habe, wie das funktionieren soll. Es muss auf jeden Fall klappen, aber wie? Tja. Huch! So einfach geht das. Hammer. Danke, Jürgen. Ja. Wie geil. Und das ist als ein Geheimnis. Wie cool. Schön. Das freut mich. Ist zwar weniger, als ich gehofft hatte, aber okay. Macht nichts. Wir haben es geschafft. So. Ja, der Erklärbär. Das war super. Das habe ich immer sehr, sehr, sehr gerne geguckt, die Wochenshow. Der Erklärbär war echt toll. Und Rikis Popsofa, wie gesagt. Und hier, wie hieß er noch? Bastian Pastewka. Ne? Der diesen Schwulen auch gespielt hat. Hört sich jetzt fies an. Das war super. So, komme ich dann jetzt hier einfach runter? Fragezeichen. Ich speichere erstmal. Ich habe immerhin die Items gekriegt. Ich weiß nicht, ob ich das beim zweiten Mal auch so gut hinkriege. Oh. Hallo, Äffchen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu hoch ist. Und ich weiß vor allem nicht, ob das so gewollt ist. Huch. Es hat gerade geruckelt etwas. Hä, aber muss ja. Hinten nicht unsere Fledermaus. Ich weiß nicht, ob ich... Oder muss ich einfach nur hier runter? Das kann auch sein. Uiuiuiuiuiui. Noch ein Geheimnis. Das Äffchen machen wir gleich. Uiuiuiui. Dafür stelle ich mich hier vorne hin. So, ein gefundenes Medipack können wir gleich einsetzen. Da kommt. Kommt er hier rüber? Ich weiß nicht, ob der hier rüberkommt. Aber es sieht nicht so aus. Aber die stellen sich auch ein bisschen trottelig hier an. Gott sei Dank ist das gar nicht langweilig. Ich würde auch gerne mal wieder mit... Oder ich würde auch gerne mal eine andere Waffe nutzen. Aber derzeit habe ich nur das Schrotgewehr. Und das möchte ich ungern für einfache Gegner noch verwenden. Ich glaube, es gibt nämlich noch wesentlich fieseres. Später... Und da ist dort doch schon mal so ein Gewehr ganz praktisch. Besonders, weil es halt die effektivste Waffe hier ist in dem Spiel. Eigentlich ist das Gewehr oder die Schrotflinte eigentlich immer fast das effektivste, oder? Gut, aber hier hinten ist nichts mehr. Ich erwarte auch irgendwann, dass wir jetzt demnächst mal eine neue Waffe finden. Und wir kriegen ja noch die Automatik und die Uzi. Oh, noch ein Affe. Und ich weiß es nicht, ob es den hier gibt. Es gibt in der Regel noch einen Granatwerfer. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Waffe dieses hier überhaupt schon vorkommt. Das weiß ich nicht. Da müssen wir uns überraschen lassen. Ich bin schon froh, wenn ich einfach mal eine andere Waffe finden würde. So, ich denke, wir können da jetzt hinspringen. Ich als Speicher-Junkie muss natürlich mal wieder speichern.
Und hopp. Oh, das reicht nicht, das reicht nicht. Nein! Gut, dass ich gespeichert habe. Immer noch das beste Feature an Tomb Raider ist die Möglichkeit zu speichern. Wirklich. Ich bin dafür sehr dankbar. Ansonsten müsste ich jetzt schon gefühlte 1 Million Mal wieder von vorne anfangen. Die Frage ist natürlich jetzt, wie komme ich da hinten hin? Also ich muss, vermute ich mal, da vorne auf die Plattform rauf. Dafür muss ich, glaube ich, auf dieser Seite, da hinten sieht man auch ganz leicht eine Plattform durchluschern. Aber wie ich da hinkomme, ist mir derzeit noch ein Rätsel. Das funktioniert nicht. Ich habe gedacht, ich kann mich hier an der Seite festhalten und mich rüberhangeln. Das wird aber nix. Das wird nix. Da will ich unbedingt rüber. Vor allem müssen wir hier noch irgendwas machen können. Ups. Wir haben ja bislang noch keinen Stein gefunden. Kein Leadbar. Hem. Hä? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Weil von hier aus komme ich niemals never ever dran. Das ist, glaube ich, auch so überhaupt nicht beabsichtigt. Ich weiß schon, wie es beabsichtigt ist. Die Frage ist nur die Umsetzung. Das habe ich öfter. Mir fällt was ein, wie es gehen kann oder müsste. Aber es mangelt an der Umsetzung. Das ist natürlich immer ein Problem. Aber ich gehe da ganz stark. Da muss ich doch von hier aus hinkommen. Aber wie nur? Ich glaube nicht, dass das von hier aus reicht. Ich versuch's mal. Ich habe ja gespeichert. Na. Damit rutsche ich ganz toll wieder runter, was mir im Endeffekt natürlich nicht weiterhilft. So, ich musste auf diese Seite rüber. Die Frage ist, wie? Von da oben glaube ich nicht, dass das funktioniert. Könnte ich probieren? Ach, ich bin jetzt unten. Ich komme da jetzt gar nicht mehr hoch, oder? Das ist ja ärgerlich. Außerdem stellt sich mir dann immer noch die Frage, was ich jetzt damit gewonnen habe, hier zu sein. Weil das nächste Stück finden wir hier irgendwie nicht. Hui, Slalom! Slalom! Oder komme ich hier wieder rauf? Kann ich wieder raufklettern? Hier nicht. Da auch nicht. Also ich bezweifle, dass ich da wieder raufkomme, ehrlich gesagt. Da ist schon wieder irgendwo ein Affe. Nee, da komme ich, glaube ich, nicht mehr raus. Das wäre jetzt ärgerlich, hätte ich jetzt wirklich nochmal nach oben gemusst. Hä, wo denn? Wo kommt er denn auf einmal her? Ich hab doch. Diese Welt, ne? Was ist das denn für ein Geblubber? Ach, das bin ich. Ich bin gerade mit dem Headset gegen den Popschutz gestoßen. Ich nehme nämlich rein vorsorglich, falls mit der Aufnahme was auf dem Mikro nicht richtig hinhaut, habe ich immer noch die Headset-Aufnahme rein vorsorglich. Das hört sich zwar total marmelig an, aber besser als nichts. Und ich bin gerade mit dem Mikrofon vom Headset an den Popschutz gekommen. Und dann gab es so quietschende Geräusche. So quiek, quiek, quiek. Und ich habe gedacht, das wäre tatsächlich jetzt hier irgendwas, was hier rumkraucht. Dass das der Affe macht. Aber einen Affe gibst du trotzdem. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sich beides ähnlich anhört. Und ich kann mir jetzt auch keinen Reim drauf bilden, wie es weitergehen soll. Wenn ich da seitwärts drauf springe. Sie rutscht, weil der Stein so, ich sag mal, ganz schräg nach unten weggeschliffen ist, rutscht sie halt immer nach vorne ab. Ich habe keine Möglichkeit, mich an die Ecke zu hängen und dann rüber zu krabbeln sozusagen.
Da komme ich nicht hin. Immer noch mal ein bisschen Anschwung, aber ich kann es mir bei weiß Gott nicht vorstellen. Aber dann frage ich mich immer noch, was ich hier soll. Ich meine, da rüberkommen, ne, ist ein Medipack, da würde ich gerne rüberkommen. Aber selbst wenn ich da drüben... Da kommt man auch, da ist auch eine Plattform da oben. Sehe ich das richtig? Auf jeden Fall, selbst wenn ich daran käme, hätte ich jetzt nur ein Medipack gewonnen. Aber mir fehlt ja immer noch das entscheidende Stück. Gott, die Augen. Das muss ich mal kurz zeigen. Moment. Da. Gruselig. Die haben voll die Fischaugen. Ich könnte in der Theorie auch natürlich hier nochmal runter. Aber hier bin ich natürlich schon gewesen. Und unten war natürlich nichts. Hoch komme ich aber auch nicht mehr. Die Frage ist, was soll ich hier? Ich höre es irgendwo brennen. Ich komme ja auch nicht mal raus. Also hoch, vor allem. In solchen Stellen fehlen mir da die Leitern. Muss ich wieder so einen richtig coolen Rutschesprung hinlegen? Kann das sein? Vielleicht so leicht schräg? So vielleicht? So in der Art? Mein. Tja. Ich mag die Welt nicht. Ach, ich kriege schon schwere Arme. Ich muss die Tastatur mal ein bisschen anders hinpacken. Einen Moment. Alles hier nur an der Tastatur. Ich sitze ja auch immer wie so ein Flitzebogen. Ist eigentlich gar nicht gut. Aber ich knicke auch überein. Das ist bei der Kamera auch so. Wenn ich dann ein Spiel mit einer Kamera habe, dann sinke ich immer, immer weiter runter, bis man irgendwann, glaube ich, fast nichts mehr oder nur noch ein Teil nicht sieht. Und das sieht dann ziemlich dämlich aus. Jetzt würde ich immer so rüberschulen. Tja, ich bin etwas überfordert und weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nicht weiter. Von hier an blind, ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind. Oh, wie geht's hier weiter? Ich muss jetzt ein bisschen tricksen, weil ich muss es, das muss doch irgendwie machbar sein. Ich muss doch jetzt, ich kann doch jetzt nicht wieder runter und dann ist hier nichts, und dann kriege ich da nichts. Ich meine, das ist immerhin, ich brauche 3 Barren, wir haben 3 Türen, also muss es hier irgendwie was irgendwo geben. Ich habe irgendwas übersehen. Eine Möglichkeit besteht natürlich jetzt nochmal tatsächlich nochmal runter zu springen und nochmal den ganzen Weg nochmal nach oben zu laufen. Das mache ich jetzt. Oh. So war das, also so sollte das nicht geplant sein. Ich wollte schon etwas sanfter unten landen, dass mir nicht die Hälfte der Energie abgezogen wird. Ich wollte mich ganz förmlich einmal runterrutschen. Kannst mir mal den Buckel runterrutschen? Meinen haarigen Buckel. Ich laufe jetzt hier hinten nochmal lang, aber da bin ich ja auch schon gewesen. Das habe ich ja schon alles gesehen und gemacht und hier war ja auch nichts. Stimmt, hier waren die 1 Million Fledermäuse. Ich höre jetzt, glaube ich, irgendwo brennen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Feuer ist. Hier dürfte eigentlich nichts zu machen sein. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal durch das, durch diesen Raum in das Tor und kletter oder bewege mich nochmal Richtung nach oben. Schalalalala, schalalalalala, lalalalala. Das ist wirklich eine absolute Hasswelt hier, ne? Wirklich. Oh, da ist noch ein Apfel. Ich hab keinen Stein, du brauchst nicht zu mir kommen. So. Achso, nee, das war gar nicht das Tor. Das war... Welches Tor war denn das jetzt?
Das? Sind die alle zu? Oh, ich habe gerade gedacht. Ich habe gerade wirklich... Dann hätte ich jetzt, glaube ich, geflucht. Ach, stimmt. Das... Hä? Stimmt, das war ja dieser riesige Sandhaufen. Habe ich hier schon... Doch, ich habe schon einen Backstein. Also, kein Backstein. Ich habe halt schon so ein Ding. Den habe ich aus diesem Raum, oder? Meine Güte, ich habe auch ein Erinnerungsvermögen. Das ist der Hammer. Ich glaube tatsächlich, ich habe ja erst einen Raum geöffnet. Und somit müsste ich auch noch einen Stein haben. Also ein Leadbar. Kein Stein. Was bedeutet, dass tatsächlich ich da, wenn überhaupt, nur noch einen Medipack herholen kann. Oh. Ich stelle mich gerade so dusselig an, ne? Wirklich. Oh Mann, ich Trottel. Das heißt, ich muss gleich wieder dusselig Hebel ziehen, weil ich die anderen Türen ja auch noch öffnen muss. Wie bin ich da das letzte Mal da hochgekommen? Es gibt... Ach so, stimmt. Stimmt. Jetzt hier? Nee. Ach ja, Schande über mein Haupt. Schande über dich. Schande über deine Kuh. Oh, also gleich flippe ich aus. Also jetzt reicht's mir, wirklich. So dusselig kann man sich gar nicht anstellen. Das ist, ich mag diese Welt einfach nicht. Absolut nicht. Ich will sie gleich wieder verdrängen, überhaupt nicht drüber nachdenken, weil die einfach so unbeschreiblich schön ist. Ich liebe diese Welt. Ich will sie öfter spielen. Sie ist wie ein Baby. Ich muss noch unbedingt an das Medipack ran. Ich versuche jetzt noch mal eine andere Möglichkeit. Aber dann weiß ich zumindest, dass ich hier dann nicht mehr herkommen brauche. Als dieses muss ich dann wieder wie eine verrückte Hebel ziehen. Ups. Gestolpert über die eigene Beine. Eigentlich braucht man sich wegen so einem großen Medipack eigentlich gar keinen Aufriss zu machen, oder? Obwohl, so oft wie ich runterfalle. Aber da ich halt überall speicher. So, vielleicht muss ich tatsächlich hier an der Seite runterrutschen. Ich würde jetzt vorsorglich natürlich, wer hätte es gedacht, nochmal speichern. Nein! Okay, das funktioniert nicht. Nein! Ui, das war's. Hoppala. Also ich glaube, ich spiele heute ein bisschen blöde. Das ist natürlich alles Absicht. Alles. Selbstverständlich. Würde ich hier niemals mich so dusselig anstellen. Wie ich da jetzt aber hinkommen soll, ist mir immer noch ein Rätsel. Versuch nochmal zwei. Ui. Irgendwas scheint hier nicht richtig zu laufen. Was ist los mit denen? Oh, ihr seid so hässlich. Nein, ihr seid süß. Was ist ihr... Was ist... Wetten, ich sehe jetzt gleich, wo ich hätte eigentlich reingemusst, um hier runterzukommen. Ich bin gespannt. Das war tatsächlich, war das nicht so beabsichtigt? Oha. Wo bin ich? Hä? Ach was, da ist die Decke. Nein. Ernsthaft? Mich würde ja brennend interessieren, wo wir hier langkommen.
Entweder war das jetzt wirklich nicht so beabsichtigt und ich habe mich einfach hier durchgeglitscht, mehr oder weniger. Was auch ziemlich cool ist. Oder das ist tatsächlich genauso beabsichtigt und ich wundere mich gerade einfach nur. Nee, da rutsche ich runter. Dann gehe ich nochmal runter. Also ich kann mir, glaube ich, auf diese Art und Weise zumindest jetzt das Medipack holen. Denke ich mal. Aber da kann man nicht, da kann man nicht herkommen. Das heißt, es muss so beabsichtigt sein. Weil man kann da halt runterrutschen. Und weil man da nur runterrutschen kann, kann man nicht hochrutschen. Was wiederum bedeutet, dass man von dieser Seite nicht ran kann. Was es mit den Fledermäusen allerdings auf sich hat, ist mir immer noch ein Rätsel. So. Ich weiß nicht, ob die noch getriggert werden. Aha. Das ist irgendwie marmelig. Hä? Verstehe einer mal die Fledermäuse. Na dann. Haben wir das Problem auch gelöst? So löst man Probleme. Mit Gewalt. Hoppala. Gut, dass ich gespeichert habe.